Ja, also mir gefällt Canva super gut. Ich arbeite jetzt schon 2 Jahre damit zusammen und habe auch schon 2 Jahre die Pro-Version. Ich habe auch relativ schnell gewechselt, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten bietet, gerade wenn man viel Content produziert und auch in verschiedene Formate umwandeln möchte, bietet es einfach super viele Formate an, wo man dann ganz einfach das in 2 Klicks umändern kann, sodass man gar nicht mehr schauen muss, welche Maßeinheiten brauche ich da jetzt. Und ich kann auch super schnell für jeden Kunden die CI, also die Corporate Identity, anpassen. Ich habe dort alle meine Farben hinterlegt für jeden Kunden. Es ist alles sauber abgelegt. Ich brauche nicht lange suchen und selbst wenn es mal nicht um Social Media geht oder irgendwelche Präsentationen, kann ich dort ganz einfach auch tolle Auswertungen formulieren. Also man hat auch die Möglichkeit, kleine Diagramme einzupflegen oder das Ganze einfach visuell schön darzustellen und auch ja, so, dass es halt einfach jeder versteht und klar rübergebracht wird. Deswegen nutze ich auch super gerne diese Präsentationsfunktion und man kann auch tolle Animationen immer einbauen, was ich super für die Aufmerksamkeit auch immer finde. Und gerade auch, wenn man zum Beispiel Werbeanzeigen gestaltet, ist das auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man dort die Animation nutzen kann und auch ganz coole GIFs erstellen kann. Also das ist ja auch so ein weiterer Punkt. Man kann super viele verschiedene Formate umwandeln, also Dateiformate. Zum Beispiel GIFs auch, wenn man Logos gestaltet, zum Beispiel eine Vektorgrafik wie SVG. Und da ist einfach für jeden etwas dabei. Und was ich noch zum Schluss sagen wollte, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Branche oder einem Themengebiet unterwegs ist, kann man dort auch ganz gut sich Inspiration holen, einfach in der Suche eingeben und schon erhält man ganz viele Vorschläge in dem Bereich. Also da sind auf jeden Fall, hat man da sehr viele Möglichkeiten, kann sich inspirieren und das Ganze natürlich selber auch ausgestalten in dem eigenen Sinne. Genau, das war's.